Hi, servus Leute. Und willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, was haben wir heute vor? Mal wieder ein Haus looten, würde ich sagen. Bin schon mal ein Stück vorgelaufen. Nach der Nacht ist vor der Nacht. Wir brauchen Material. So. Und zwar werden wir das Haus da drüben looten. Aber erstmal müssen wir uns um die hier kümmern. Die will was von mir. Ah nein, die bringt was mit. Ja. Wow, die ist sehr reich. Reiche Lady. Fast 300 Dukes. Und ein 5er Bogen. Auch nicht schlecht. So kann es weitergehen. Ach ja, hier die Schatzkalle. Ich habe auf dem Weg hierher Müll durchwühlt. Aber die Schatzkarte gefunden. Jetzt habe ich es angenommen. Jetzt zeigt es halt hier den Schatz an. Ich würde sagen, den holen wir uns morgen. Jetzt ist es schon viel zu spät dafür. Ja, und die Quest haben wir ja auch noch. Krankenschwestern töten. Nehmen wir auch an, gibt ein paar Dukes. Hey, yay. Super, dasselbe Stelle. Ein Weg, zwei Aufgaben. So, mal testen, neuer Knüppel. Wir hatten ja geskillt darauf. Aber irgendwie, der ist immer noch nicht besser. Die Axt ist immer noch besser. Ha, weg damit. Ja, ist ja schon gleich 22 Uhr. Müssen wir ein bisschen Gas geben hier. Ich chill hier. Mal fix noch was wegmachen. Also der Bogen ist schon mal gut, zumindest bei den Ladies hier.
Hi, nice. Bauplan für einen Baseballschläger. Ja, vielleicht ist der denn besser wie die Axt, ne? Wieder 200 Dukes. Reiche Familie hier, würde ich sagen. Kann so weitergehen. Für die Aufnahme habe ich jetzt die Qualität mal noch ein bisschen hochgestellt. Weil besonders in den Nächten sind mir da so, keine Ahnung, Cluster aufgefallen. Ich hoffe, es wird jetzt besser. Keiner drin. Ey, den Braten traue ich nicht hier. Ich spring da nicht runter. Echt keiner? Ah doch, hallo? Da ist auch niemand im Schrank. Ist ja mal was ganz Neues. Da ist schon der Lootraum. Ja, ist bestimmt mehr wie ein Zombie hier beim Lootraum, oder? Ich mache einen Lärm hier. Und die chillt da. Stresst mich schon wieder so eine Krankenschwester, ey. Jetzt haben wir die halbe Nachbarschaft aufgeweckt mit dem Schuss.
Was treiben die da? Wo sind die? Ach, das ist die Beschädigung von vorhin, von den anderen zwei. Ja, müssen wir mal schauen gehen, ne? Lass die mir. Ah! Mit dem Rücken fallen. Ihr kommt doch hoch. Ja, es ist eh Nacht, können wir schon mal ein bisschen looten. Ja, da kommen noch mehr. Komm, bleib da mal stehen. So, wir machen Loot rum. Da war noch eine Kiste.
Ach, hier wollten die durch. Ja, ist ganz schön zerstört, das Ding. Wir haben uns gerade über den 5er Bogen gefreut und jetzt gibt es den 6er. Ja, das Knochenmesser ist besser wie das Jagdmesser. Egal, ich lasse das jetzt so. Hauptgut. Ja. Ja, für den Händler ist da was dabei, aber das war jetzt nicht so prall. Voll bis zum Anschlag, ey. Leeres Versteck. Ach, hier sind die Fuhren rein. Ja, das gute Gammel. Wir bräuchten es eigentlich für die Beete.
Egal. Ja, das ist jetzt blöd. Der Rucksack despawnt. So. Das sind 55 Dukes. Weil die Munition hält schon gerne dabei, ne? Sind das fertige Beete hier? Hm. Ja, schauen wir später nochmal her. So, nach Hause. Ja, erstmal ausladen gehen.
So, aufräumen kann ich später. Ja, mal jetzt noch kurz Zeit. Dann zeige ich euch mal, was ich am Dach schon gemacht habe. So, hier war es ja, so hier links. So sah es überall aus. Ja, ist ein bisschen Platz geworden. Ah, das dauert so lang. Musst du damit erstmal aufhören. Ich hab ja gar keinen Nerv mehr, wenn du da mehrere Ingame-Tage da rumhackst. Das für ein paar Beete. Wo wir eh noch keine Samen wirklich für haben. Dann schauen wir kurz beim Händler vorbei. Ob der schon wieder neue Ware hat. Was zu früh dran. Ah, hier ist nix. We've got the best prices in the wasteland. Ah, Tag 10, Wiederautomat. Das ist nichts Neues. Sorry, but I've never heard of a stim pack. Der, schau mal Boden nochmal rein. Ja, morgen in der Folge machen wir dann die Quests. Die Schatzkarte, die Krankenschwestern. Ja, mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde ich sagen, wird es Zeit zum Aufhören. Also, ciao Leute. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge.